Ich bearbeite heute den Konzepttest 26. Darin geht es um die formale Thermodynamik. Kommen wir erst zur Frage und den Antwortmöglichkeiten. Das chemische Potential, auch freie Enthalpie genannt, nimmt ab, wenn a. die Temperatur abnimmt, b. der Druck abnimmt oder c. die Konzentration abnimmt. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal klären, was freie Enthalpie überhaupt ist. Die freie Enthalpie, also Delta G, ist die Verknüpfung von Enthalpie, Entropie und der absoluten Temperatur. Mit ihr können Aussagen über Reversibilität oder Irreversibilität von Prozessen gegeben werden, bei denen ein Austausch von Energie zwischen den Systemen und der Umgebung erfolgt. Mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung kann die freie Enthalpie berechnet werden. Die freie Enthalpie zeigt durch ihr Vorzeichen an, ob eine Reaktion in einem geschlossenen System bei konstantem Druck und konstanter Temperatur spontan ablaufen kann oder nicht. Ihr Zahlenwert gibt an, inwieweit der anfängliche Zustand vom Gleichgewicht entfernt ist. Bei gleichbleibendem Druck und gleichbleibender Temperatur kann eine Reaktion nur dann spontan ablaufen, wenn Delta G kleiner 0 ist. Die freie Enthalpie ist von drei Faktoren abhängig. Einmal von der Temperatur, dann vom Druck und von der Konzentration. Beginnen wir mit der Temperatur. Weil Delta G durch Delta T abgeleitet vom Druck gleich minus F und F positiv ist, folgt, dass bei einer Temperaturerhöhung, dies geschieht bei konstantem Druck und konstanter Zusammensetzung, G abnimmt. Die freie Enthalpie nimmt besonders stark ab, wenn die Entropie des Zustandes hoch ist. Aus diesem Grund ist die freie Enthalpie von Gasen viel stärker von der Temperatur abhängig als die freie Enthalpie von Flüssigkeiten und Festkörpern. Diese Abhängigkeit lässt sich mit folgender Gleichung berechnen. Das Ganze lässt sich auch in einem Diagramm darstellen. Hier sieht man an der pinken Linie, dass die freie Enthalpie von Gasen bei niedrigen Temperaturen sehr hoch ist. Doch umso höher die Temperatur wird, umso steiler fällt die freie Enthalpie ab. Bei der freien Enthalpie von Flüssigkeiten und Festkörpern, hier in grün und blau dargestellt, sieht man, dass die Enthalpie bei Erhöhung der Temperatur nur sehr langsam sinkt. Sie sind also nicht so stark von der Temperatur abhängig. Als nächstes kommen wir zum Druck. Beim Druck ist es genau andersherum als bei der Temperatur. Wenn der Druck steigt, steigt auch die freie Enthalpie an. Das liegt daran, dass die Druckabhängigkeit über Delta G durch Delta P abgeleitet von T gleich V bestimmt wird und V positiv ist. Auch hier hängt nur das Gas stark vom Druck ab. Bei Flüssigkeiten und Festkörpern ändert sich das Volumen nur sehr schwach. Die Druckabhängigkeit der freien Enthalpie lässt sich mit dieser Gleichung bestimmen. Auch hierzu habe ich ein Diagramm erstellt. Hier sieht man deutlich, wie stark das Gas der freien Enthalpie vom Druck abhängig ist, im Gegensatz zur Flüssigkeit. Als letztes kommen wir zur Konzentration. Die Abhängigkeit der Konzentration ist ähnlich zur Druckabhängigkeit. Druck ist nur ein spezielles Konzentrationsmaß für Gase. Die freie Enthalpie bzw. chemisches Potential nimmt mit steigender Konzentration zu. Die lässt sich mit den folgenden Formeln bestimmen. Kommen wir nun zum Konzepttest. Die Frage war, das chemische Potential nimmt ab, wenn a. die Temperatur abnimmt. Diese Aussage ist falsch. Antwort b. der Druck abnimmt. Diese Antwort ist richtig. Und c. die Konzentration abnimmt. Diese Antwort ist auch richtig.